Tierpark Berlin erblicken jedes Jahr viele Tierbabys das Licht der Welt. Das ist Amur-Tigermädchen Alicia. Da ihre Mutter nach der Geburt nicht genug Milch hatte, muss Alicia von Hand aufgezogen werden. Gleich gibt es Frühstück. Was der Vorzug heutzutage ist, ist natürlich, dass es alles Fertignahrung gibt, ne? Also Fast Food für Katzen. Das spart uns natürlich viel Arbeit. Ganz früher mussten wir das alles selber anrühren. Jetzt heutzutage halt einfach nur das Pulver, heißes Wasser zusammenmixen und fertig ist es. So, jetzt muss ich aber nur mal kurz zählen. Alicia hört die vertrauten Geräusche aus der Küche. Mutter Aurora brachte 3 Kinder zur Welt. Leider starben 2 schon nach 11 Tagen. Auch um Alicia stand es schlecht. Und um ihr Leben zu retten, wurde aus ihr ein Flaschenkind. Dadurch, dass wir ja die Jungtiere wiegen, haben wir ja mitbekommen, dass Alicia, die ja vorher von ihrer Mutter gut versorgt wurde und gut zugenommen hat, auf einmal rapide abgenommen hat. Bei den ersten Tagen, da waren es halt nur so 20 Gramm, 15, 20 Gramm. Da sagt man in dem Alter auch, naja, meine Güte, können auch die Zähnchen gerade kommen oder so. Da kann das mal halt sein. Oder das Kind fühlt sich mal nicht so gut oder was. Oder die Mutter ist aufgestanden und hat ihr die Zitze geklaut. Aber wenn es natürlich sich über mehrere Tage hinzieht, dann wird es bedenklich. Statt Zitze gibt's nun Fläschchen. Und Angelika Bergling ist seit einiger Zeit Tiger-Ersatzmutter. Ich habe sie als Weihnachtsgeschenk dann mit nach Hause genommen. Direkt am 24. Ich hatte frei, bin dann aber hergekommen, dass wir eben zusammen die Entscheidung eben treffen können und gucken können, ob sie weiterhin zugenommen hat oder nicht. Und dann hatte sie eben weiter abgenommen. Und dann wurde mir das Körbchen in den Arm gedrückt mit den Worten, hier haben Sie Ihr Weihnachtsgeschenk. Ja. Ich habe ein paar Fotos mit von der Anfangszeit von Alicia. Habt ihr Lust? Oder? Ja. Klar, immer. Bei Alicia immer. Sonst nicht, nee. Nur bei Alicia. Aha. Ach, bei dir zu Hause? Ja. Noch zu Hause. Das ist süß. Da sieht sie noch tropsig aus, wa? Ich bin ja arbeiten gegangen. Also ich hatte zwar zwischendurch auch mal 2 Tage frei oder so, dann waren wir wirklich den ganzen Tag zu Hause, aber ansonsten bin ich früh aufgestanden und habe sie fertig gemacht, habe sie ins Körbchen gesteckt, ins Auto und dann sind wir gemeinsam auf Arbeit gefahren und abends sind wir halt gemeinsam wieder nach Hause gefahren. Am Tage war sie hier und wurde hier versorgt. Ja, es war eben gerade auch wo sie ziemlich kalt war und dann tat die mir natürlich immer leid, wenn sie dann früh so gerade schön ihre Nuckelpulle ausgesoffen hatte. Sie hatte sich ins Körbchen gekuschelt, wollte schlafen und dann Treppe runter und dann bis zum kalten Auto. Und ehe das Auto warm geworden ist, da habe ich mir gedacht, so, oh, das würde mir jetzt als Baby aber überhaupt nicht gefallen. Aber heutzutage ist es ja auch so, ne? Wenn die Mütter wieder arbeiten müssen, dann müssen die Säuglinge auch in die Krippe. Da können die auch nicht rumheulen oder was. So ist es. Alicia hat das alles gut überstanden. Und gleich ist endlich Fütterungszeit. Mit Publikum. Hallo, meine Maus. Hallo. Hm? Ja. Ja. Du. Kleines Mausekind, hm? In Zoo Berlin gibt es reichlich Nachwuchs. Hier hat ein anderes Flaschenkind heute seinen ersten großen Auftritt. Rieke. Ihren Ziehvater Christian Aust hat das Orang-Utan-Mädchen schon fest im Griff. Nun quietscht es sich in die Herzen der Zoobesucher. Jasinga konnte mit ihrem ersten Kind nichts anfangen. Sie ließ es einfach liegen. Ich habe Schreie gehört, ein Jammern, ein Schreien und konnte es erst mal gar nicht zuordnen. Ich dachte,
schreit eine Katze hinterm Haus, ein ganz, ganz ungewohntes Geräusch. Dann fiel mir ein, Mensch, wir warten auf ein Orang-Utan-Jungtier. Dann bin ich in der Halle, es klang auch nicht von so weit weg. Und dann, ja, dann stand ich hier und dann saßen alle Orang-Utans da. Da bin ich natürlich gucken gegangen, da war aber nichts. Also die saßen da alle, aber da war kein Jungtier. Und dann ein bisschen auf die Schreie gehört und dann lag das Jungtier hier. Hier oben, allein. Und dann, kurz danach, dann muss Christian schon gekommen sein. Und dann meinte ich, glaube ich, Mensch, ja, Jungtier ist da, aber nicht bei der Mutter, sondern liegt da alleine rum und schreit. Die Entscheidung, ein Tier von Menschenhand aufzuziehen, fällt nicht leicht. Denn Tierkinder sollen möglichst bei ihren Eltern aufwachsen. Aber Rieke wäre sonst heute nicht hier. Christian Aust hat nun einen Vollzeit-Ersatzmutterjob. Windeln wechseln, Fläschchen geben. Und das rund um die Uhr. Doch nun genug gequietscht. Jetzt. Jetzt wird geschmatzt. Die Pfleger kümmern sich gemeinsam um Rieke. Einer allein würde das nicht schaffen, denn die Arbeit im Revier muss auch erledigt werden. Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, sie wunderbar unkompliziert und sie schläft und trinkt. Also es lässt sich also sehr leicht handeln. Man merkt aber schon, gerade wenn sie zum Beispiel gewogen wird, das mag sie nicht, ja, dann, weil sie dann gerade auch dann nichts zu greifen hat, ist sie sehr energisch. Also sie hat eine sehr kräftige Stimme. Ja, aber nun müssen wir diesen Umstand einfach so annehmen und versuchen, eben das Beste draus zu machen. Und auch die kleine Rieke muss das Beste draus machen. Gerade die von Hand aufgezogenen Tiere werden oft die Lieblinge der Pfleger. Vor 2 Jahren zog Jana Simon den kleinen Chaco-Pekari Zamuco mit der Flasche groß. Auch er bekam keine Milch von seiner Mutter. Fertig. Inzwischen ist Zamuco groß und lebt in Tschechien. Nun gibt es neue Jungtiere, aber die sind keine Kuschelschweine. Die 3 Frischlinge werden von ihrer eigenen Mutter vorbildlich versorgt. Jana Simon ist nur für die Leckerlis zuständig. Ansonsten funktioniert die Rotte ohne sie. Kommt. Im Tierpark gibt es noch eine 2. Pekari-Rotte. Der Kamelrevier hat unsere Gruppe und wir haben die von den Kamelen damals gekriegt. Wir haben irgendwie getauscht wegen der Zucht. Und wir konkurrieren ja immer so ein bisschen. Wir rufen dann immer sofort an, wenn wir Jungtiere haben. Annette ist dann immer ein bisschen neidisch. Oh. Und irgendwann ruft sie an, Wochen später. Ich habe auch welche. Und die haben auch 3 kleine gekriegt, wie wir auch. Konkurrenz belebt die Zucht, auch wenn ein Schwein dem anderen gleicht. Wir haben echt Schwierigkeiten, die auseinanderzuhalten. Das ist, die haben zwar so eine kleine Kennzeichnung im Ohr, aber die kann man ja nicht sehen. Die stellen dann die Haare auf und dann sieht man nichts mehr. Also ist das immer so ein bisschen Ratespiel. Die Jungtiere bleiben ja auch immer mitten in der Rotte drin. Man ist sich nie so richtig sicher, welche die Mutter ist. Hauptsache, die Ferkel wissen es. Ja, ich fahre mal zu Annette und guck mir mal die Rotte bei denen an. Ich habe die auch noch nicht gesehen, die Jungtiere. Im Alfred-Brehm-Haus wartet Tigermädchen Alicia auf die Fütterung. So, Mauschen. Und nicht nur sie. Ja, gießt du erstmal auf den Topf, wa?
Einmal täglich ist Schaufütterung. Ein Höhepunkt für die Besucher. Alicia genießt die Aufmerksamkeit. Schönen guten Tag. Hätten Sie mal ein bisschen Lust zu trinken oder was? Ja. Aber du bist ja erstmal so aufgekratzt, du musst ja erstmal richtig bespielt werden. Na? Ja. Mit Essen wird nicht gespielt. Ja, ich dich auch. Sehr sogar. Na komm. Ja, komm schnell. Ungefähr 300 Milliliter Ersatzmilch werden pro Mahlzeit weggeschlabbert. Ich weiß, hast du so einen Durst gehabt, was sag mal. Na. Urr. Möchtest du gleich Fleisch? Sie ist sehr willensstark und sehr lebenslustig. Und ich glaube, weil sie auch diesen Lebenswillen hatte, hat sie das auch geschafft. Sie wollte eben auch leben. Es ist ein kostbares Leben. Amur-Tiger gelten als stark gefährdet. Und ich meine, den Tag, als sie die Umstellung ja dann auch hatte von der Mutter sozusagen auf den Gumminuckel. Also das darf man immer nicht vergessen. Das ist ja für so ein Jungtier eigentlich so die schlimmsten Stunden. Weil die wissen ja mit so einem Gumminuckel nichts anzufangen. Aber da hat man schon gemerkt, sie wollte gerne leben. Sie wollte auch Milch und sie hat sich geekelt vor diesem komischen Nuckel. Sie wusste nicht, wie sie das richtig machen soll. Und sie hat eben auch mehrere Stunden gebraucht. Aber Mitternacht hat sie dann das erste Mal getrunken, so, also dass man auch gemerkt hat, jetzt kommt's, jetzt will sie auch. Sie hat jetzt diesen Saugreflex umgestellt auf diesen Nuckel. Und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, dann, wenn man sagt auf einmal, sie will jetzt, sie schafft es jetzt so auch. Ne? Und bei so guter Pflege wird aus dem kleinen Kätzchen bald die größte Raubkatze der Welt. Sag mal, was machst du denn da für Quatsch? Ist das schon erlaubt in deinem Alter? Ah. Ja, sag mal, darfst du denn sowas schon? Was, du Quatschkopf? Du Quatschkopf, du. Ja, und ein Gebiss ein bisschen üben. Ja, also man merkt jetzt schon, das ist eben ein Tiger. Nicht eine Hauskatze, sondern eben etwas ein bisschen anders. Wenn die jetzt zubeißt, da ist richtig Kraft hinter, ne? Sie ist ein Kind, klar, sie will spielen. Dadurch zieht sich eine Fütterung so um eine Stunde rum. Und drei Fütterungen sind, also dann weiß jeder, was ein Pfleger, der sitzt hier nicht aus Gaudi rum, weil er eine Langeweile hat, sondern das ist wichtig für die Kleine, dass sie auch diesen Kontakt hat. Aber natürlich müssen wir die ganze andere Arbeit dann auch fix irgendwie auf die Reihe kriegen. Und das ist zurzeit etwas anstrengend, aber wenn man sieht, wie sie sich entwickelt und wie lustig und fröhlich und gesund sie ist, dann steckt man das weg. Und das ist auch egal. Also für diese kleine Maus macht man sowas. Nicht? Nicht? Du bist doch so eine Süße. Im Zoo, bei den asiatischen Rindern, ist die Herde größer geworden. Jack-Kalb Hannes ist ein Temperamentsbündel. Na, wie sieht's aus? Jetzt wird's wieder ein Kampf, hier reinzukommen bei euch, ne? Macht mal ein bisschen Platz. Man müsste hier im Weg stehen, hä? Na, kommt bitte. Komm, Hanna. Auch mal ein bisschen, hm? Schön aufpassen, hm? Alte Maus. Hast schon Kohldampf, wa? So. Hier gibt's keine Nuckelflasche, sondern eine Fuhre Grünzeug. Ja, Hanna. Hier haben wir jetzt die freche Hanna. Die ist vom letzten Jahr. Die ist jetzt ein Jahr alt. Und hier sieht man den kleinen Hannes. Der ist von diesem Jahr.
Der ist jetzt 4 Monate alt und er tritt in Hannas Fußstapfen, was die Frechheit betrifft. Ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, auch wenn sie keine Hörner haben. Aber durch das Körpergewicht und die Kraft können sie uns natürlich erheblich verletzen. Selbst sie hier schon, wenn sie jetzt ernst macht. Da muss ich dann immer ein bisschen auf der Hut sein und gucken, wie sie drauf ist. Da, das haben wir gesehen, das war so ein Beispiel. Etwas übermütig. Alte Maus, alte Maus. Und man sieht bei Rindern immer auch, wie sie gelaunt sind. Mal wenn sie anfangen zu schnauben oder wenn sie mit der Hufe scharren, dann sollte man schon mal in Deckung gehen. Also das ist jetzt alles noch spielerisch, das kann man gut sehen. Und der Papa von dem Hannes und von der Hanna, der ist leider nicht mehr am Leben. Deswegen ist das jetzt hier eine muntere weibliche Familie mit einem Männchen. Und das Männchen steckt voller Energie. Alte Seele. Na, alte Seele. Na komm. Bisschen rumtoben, ne? Bisschen rumtoben. Bisschen rumtoben. Oh, 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 aufpassen. So, jetzt gibt's noch schönes Laub. Yaks sind sehr bewegungsfreudig. Marco König kennt seine Tiere ganz genau. Wow, 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 wow. Langsam, Vera. Ganz langsam. Manchmal muss man sich auch ein bisschen durchsetzen und hoffen, dass sie dann auch ihren Angriff abstoppen. Aber wie gesagt, es ist jetzt alles eher Aufgeregtheit. Na, hier, nimm. So. Oh! Aufpassen. So, jetzt fühle ich mich auch nicht mehr so sicher. Ich denke, es ist besser, wenn ich die Anlage verlasse. Aufpassen. Denn Übermut tut selten gut. Wichtig ist halt, dass man da auch ruhig bleibt. Und jetzt nicht total in Hektik die Anlage verlässt, wenn es mal eine brenzlige Situation gibt. Weil das merken die Tiere natürlich sofort. Und nun wieder Bahn frei für die wilden Yaks. Das ist die zweite Gruppe der südamerikanischen Pekaris im Tierpark. Ihr Gehege ist größer und Tierpflegerin Annette Krüger kann es betreten. Hey, kommt, jetzt könnt ihr kommen. Ja, kommt mal. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Hier. Ich hab noch mehr Futter, also ihr müsst euch jetzt nicht wirklich streiten. Die Pflegerin der gegnerischen Rotte, ne? Jana Simon, kommt. Ich hätte auch noch Kartoffeln. Traust du dich? Traust du dich? Annette, hast du keine Schützen um hier? Doch, die Tiere sind immer geschützt. Vor dir? Vor mir, genau. Deswegen sitzt du höher. Oh, ja, ganz zart. Ich bin ja ein bisschen neidisch auf eure Anlage. Echt, eure ist nicht so groß, ne? Nee, da kannst du auch nicht rinnen zu denen, das ist echt zu eng. Ja gut, aber die sind ja auch sehr zart und vorsichtig. Also bei den anderen Pekaris ist das immer ein bisschen noch was anderes. Aber die Chakus, die sind ja sehr ruhig. Ihr habt jetzt 9, ne? Warte, lass mich durchzählen. 1, 2, 3. Ja, sind 9. Wir haben 11. Nee, 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 nee. Ich könnte dir nachher gleich die Nummern mitgeben von den 3 Neuen. Wir müssen immer gucken, dass wir nicht die gleichen Kerbnummern verteilen. Weil dann sehen wir dann überhaupt nicht mehr durch. Dann müssen wir uns mal gegenseitig anrufen, was habt ihr denn gekerbt? Also doppelt ist ein bisschen blöd. Wenn die dann wirklich hier rüberkommen, dann sieht man überhaupt nicht mehr durch. Da sieht ein Schwein aus wie das andere. Ja gut, und vor allen Dingen, wenn einer das unterscheiden kann, nutzt das dem Rest des Revieres nicht. Genau. Ja. Müssen ja alle. Die mit dem Rüssel, meine ich. Irgendwann sollen beide Rotten hier leben. Dann wäre es gut, die Schweine unterscheiden zu können. Willst du mal da hinten kommen? Ja. Ja, ich komm mal rum.
So, hallo Kinder. Marco König kommt schon wieder mit Grünzeug. Okay, komm Baldur. Diesmal zu den Bantengs. Das sind Wildrinder aus Südostasien. Jetzt muss ich mich hier mal zwischen den Weibern durchzwängen. Da haben wir jetzt die kleine Lisa. Das ist jetzt das erste Mal nach langer Zeit wieder. Wir haben nämlich letztes Jahr aus Frankreich die Lissy bekommen. Das ist die Dame, die hier neben dem Bullen steht, rechts neben dem Bullen. Die haben wir aus Frankreich bekommen. Und der Bulle war glücklicherweise auch gleich interessiert. Hat sie erfolgreich gedeckt. Besonders für mich war, von allen Rindern, die wir hier verpflegen, waren die Bantengs die letzten, wo ich ein Jungtier miterleben durfte. Da habe ich schon die Hoffnung aufgegeben. Und das zweite Besondere, sie war für mich wie ein Rehkitz. Als sie frisch geboren war, da war sie noch zarter, noch feiner. Also ich dachte wirklich, da ist ein kleines Bambi im Stroh. Hat sich verlaufen. Jetzt wächst sie langsam, nimmt langsam Konstanz an, wird ein bisschen kräftiger und lässt sich, wie es sich für ein Jungtier gehört, beim Einsperren immer schön viel Zeit. Und aus Bambi wird bestimmt ein wunderschönes Wildrind. Bei den Eltern. Die Bantengs gelten auch als die schönsten Wildrinder, die es überhaupt gibt. Sind auch eigentlich von unserer Hauskuh nicht weit entfernt vom Charakter her. Also sind sehr umgänglich, obwohl es ein wildes Rind ist. Sind sehr lieb und lassen viel zu. Und die Kleine, die jetzt hier praktisch bei uns reinwächst, da hoffe ich, dass da noch eine größere Zutraulichkeit erreichbar ist. Dass sie wirklich eng an uns gebunden wird. Und dass der ganze, der alltägliche Umgang dann halt wesentlich leichter wird. Weil wenn die Tiere zu uns eine gute Bindung haben, das erleichtert die Arbeit ungemein. Aber noch ist die Mutter-Kind-Bindung wichtiger. Babyglück auch bei den Bonobos. Die Zwergschimpansen leben in freier Wildbahn nur in der Republik Kongo. Auch sie gelten als stark gefährdet. Tierpfleger Ruben Gralki schaut regelmäßig nach seinen Lieblingsaffen. Hey, wie ist es? Alle fit? Hi. Die Kleinen auch fit? Opala? Ja, das ist immer im Sommer ein schöner Platz hier. Da sind die den ganzen Tag draußen und an der Tür ist wenig Platz und hier hat man seine Ruhe. Hier ist viel Fläche, die Leute sind ein Stück weg. Und die Affen, die mögen das auch hier, die Ecke. Die sitzen hier gerne und angeln auch immer so ein bisschen nach dem Grün, was hier ranwächst. Und die Kleinen, die ganz Kleinen, die lieben das einfach auch. Das meiste ist ja Glas drumherum und hier können sie super klettern an diesem Gitter. Und da fangen die dann auch mal gern mit ihren ersten Kletterübungen an, wie jetzt hier die Leki. Die ist ein Jahr und nur einen Monat älter als die Batia, aber ungefähr 4-5 Monate voraus, so in der Entwicklung. Und liegt einfach daran, dass Opala ihr viel früher Freiraum gelassen hat. Also sie war viel lockerer, viel entspannter, wenn sie alleine los wollte, als die Yala. Also Yala hat die Batia immer noch ganz doll bei sich behalten, immer noch am Fuß gehabt, dass sie gar nicht weiterkommt. Und Leki durfte schon ganz früh laufen und klettern und Opala hat den anderen da mehr vertraut, dass sie nicht da irgendwie stören. Hey! Ist gewachsen. Hat jetzt hier so eine kleine Glatze. Guck mal, deine Schwester will auch mal. Bei den Bonobos haben die Weibchen das Sagen. Sie übernehmen die Führungsrolle. Sie bestimmen, wer die Babys anfassen darf. Das Vertrauen der Affen zu ihrem Pfleger ist groß. Ich kann Rücken krabbeln. Die
ganze Situation ist optimal natürlich hier für die Likemba. Für ihre Mutterschaft denn eines Tages. Weil sie das jetzt wunderbar mitkriegt bei den beiden Kleinen. Wie das alles so läuft. Und es läuft gut in der Gruppe. Die Affenmädchen lernen von den erfahrenen Müttern alles, was ein Bonobo wissen muss. Bis sie dann selbst Mütter werden. Schweinfachfrauen noch nicht beendet. Nach der Freianlage wird auch der Stall besichtigt. Dann zeig mir mal dein Schloss. Mein Schloss? Ups, dein Schweineschloss. Willkommen im Schweinestall. Also nicht groß. Nee, ja. Fütterst du draußen? Nee, oder also wir füttern drin und draußen. Also Heu und Saftfutter kriegen sie drinnen, Grünfutter, Laub und die Mätzchen, die ich gerade gemacht habe, das gibt es alles draußen. Und eine Sude machen wir draußen. Mhm. Ja, das machen wir auch. Weil ansonsten baden sie im Wassertrog. Mhm. Gut, denn? Hast du mal gesehen? Ja, hast du mal gesehen, ne? Ist wie jeder Stall, ne? Ja. Boden. Späne, Stroh, Tröge und Türen für die Pflege. Hm. Hey Hasis, ich hätte da noch mal was. Was die sich auch nicht angewöhnen können, ne? Den Kotplatz in der Nähe von der Pflegertür zu machen. Muss quer über die Anlage rennen, um zum Kotplatz zu kommen. Das hat ja zu tun haben. So, hier Hasis. Er kommt mal gucken. Hey, misstrauisch. Die haben immer einen Schlafzimmerblick, wa? Mhm. So wie ich morgens aussehe, sehen die den ganzen Tag aus. Irgendwann sollen auch die Pekaris von Jana Simon hier leben. Oh, können wir jetzt ein kleines schnappen? Die sind so niedlich. Oh, bist du emotional? Doch, die Schweine finde ich großartig. Wenn wir dann eure Pekaris haben, kannst du gerne uns besuchen kommen. Ja, juhu. Na gut, denn mach ich mich wieder vom Acker. Ja. So, mach's gut. Ja. Mach ich. Du auch. Im Zoo brachte vor einem Jahr Shetland-Stute Froni ihr erstes Fohlen zur Welt. Es heißt Renate und hat heute seinen ersten Ausgang. So, dieses Wetter ist ja einfach wunderschön geeignet heute. Mal mit der Kleinen spazieren zu gehen. Ja, Froni, mit dir nicht. Ja. Na, Engelchen. Ja, wollen wir mal spazieren gehen? Schönes Wetter. Hm? Ja, jetzt ist in dem Alter, wo so das Halfter natürlich schon öfters angelegt bekommt. Und so ein Halfter ist immer gut. Dann kann man das Tier besser führen, als wenn man es an die Haare zieht. Das magst du nämlich gar nicht. Mit dem Halfter hat Renate kein Problem. Komm mal, Engelchen, komm. Wir gehen mal spazieren. Komm. Mutter Froni mit dem Abschied vom ja, Kind Froni. Schon. Ja, Froni bleibt da. Komm, Engelchen, komm. Engelchen. Ja, ist doch schön. Guck mal, die Sonne scheint auch. Ja. So schön, ja. Machst du ganz toll. Ganz fein. So. Jetzt gehen wir mal raus. Wollen Sie streicheln? Dann kommen Sie. Heute ist alles kostenlos. Können Sie anfassen. Okay. Ist ein Jahr alt, ein Shetland-Pony. Ein Jahr? Und die soll so ein bisschen durch den Zoo mal laufen, damit sie halfterführig erstmal wird und Scheu auch verliert, so gegen irgendwelche Geräusche und plötzliche Sachen, die erscheinen können. Mhm. Komm, Kind, komm. Okay. Komm. Ja. Engelchen, komm her. Renate ist aufgeregt, denn hier war sie noch nie so groß. Ist gut. Ja,
So, machen wir mal eine kleine Pause. So, und das Schöne ist immer, es gibt nichts Schöneres als Pferde beim Grasen zuzusehen und zuzuhorchen. Auf jeden Fall wird es nächstes Mal besser hin. So, Fräulein, wollen wir weiter? Ein Stück weiterlaufen? Hm? Wollen wir weiterlaufen? Komm, jetzt gehen wir mal zur Kasse. Mal sehen, ob da Besucher schon warten. Mahlzeit. Guck mal, hier ist es schön. Na, wie ist der Besucherandrang? Komm, gehen wir mal raus. Geht's auch noch raus aus dem Zoo? Wie aufregend. Da. Guck mal da. Ich möchte ein Ticket lösen. Einmal Pony, bitte. Gut. Da war sie mal draußen. Das erste Mal, dass sie draußen war. Hoffentlich kommen wir wieder rein. Komm. Bartkauzküken ahnen noch nicht, dass es ihnen gleich ans Gefieder geht. Die Mutter irgendwie schon. Ja, wir haben wieder Bartkauz-Nachwuchs, 3 Stück diesmal. Freuen wir uns auch, reicht auch. Ja. Das ist Nummer 51, 52 und 53 von diesem Paar. Ja. Aber das Paar ist noch nicht mehr ganz so jung, 16 Jahre jetzt. Wa? So, dann holen wir uns die mal, die Kleinen. Genau. Weil wir müssen wieder ein paar Federn zuppeln für dann die DNA. Dann bist du in Reinhold Messmer der Bartkäuzer. Hm? Erzähl nicht so eine Scheiße. Natürlich. Du kannst ja mal hier hochgehen, ohne Leiter. Atemlos. Nehmen wir mal den Kleinsten zuletzt. Mach zuerst. Dann ruppt er mal da ein Federchen raus. Das tut dir noch nicht weh. Machen wir hier gleich. Das tut ihn noch nicht weh. In das Kuvert rein. Genau. Das ist halt doch viel einfacher als geworden. Kann man die DNA untersuchen und dann wissen wir, was für eine schlecht ist. Na, ich denke, von mir Sicht her und von mir Wicht her ein Weibchen. Mann, bist du ich klasse. Ich bin wild, ey. Das ist völlig wurscht, welche Federn man rupft. Hauptsache, so. Die Federn sind am Leben. Das bedeutet, dass noch Gewebe an den Federn sein muss. Ausgefallene Federn taugen für die Untersuchung nicht. Bei dir möchte ich aber kein Bartkauz sein. Ja, so, ob ich dir ein Haar ausreiße. Ja, das fände ich auch nicht gut. Du, bei mir ist auch jedes Haar, wirst du einzeln abgezählt. Bei dir ist jedes bei Haar mir muss voll. Alle weißt. Was tut es noch dauern? 14 Tage, wenn ich schon anfange rumzurotzen. 14 Tage sind die hier als Ästlinge unterwegs. Ja. Als Ästlinge bezeichnet man die kleinen Eulen, die noch nicht fliegen können, aber die dann schon so auf den Bäumen so durch die Gegend klettern. So, jetzt kommt der letzte. Sieht man auch an den Füßen, wie schön die isoliert sind, weil die ja in sehr kalten Orten vorkommen. Und da kann man so manchmal sogar den Ring gar nicht sehen. Man sieht auch hier den Staub auf der Hose. Das ist halt von den Gefieder. Ah ja, erzähl mir, die hast du nie gewaschen. Und rein so. Damit. Das ist ein Junge, wa? Vom Kopf her würde ich's denken, ja. El Condor Pasa. Der ist ja wirklich der große. Und das, man sieht eben doch mal den Unterschied hier. Den ganz klein. Die Eier, die werden immer mit 2 Tagen Unterschied gelegt. Genau. Also schlüpfen dann die Küken auch mit 2 Tagen Unterschied, da gleich vom ersten Ei an gebrütet wird. Aber bei Eulen ist es eben dann nicht so, dass, wie bei Papageien zum Beispiel, da wird das Kleinste noch ein bisschen mehr gefüttert, das Größte ein bisschen weniger und dann sind die fast gleich groß. Und bei Eulen sieht man ja den Größenunterschied. Dann kann man sich ja vorstellen, wenn 5 Junge sind, wie denn der Kleinste ist. Na dann, haben wir es. Ordentlich gestaubt. Den Bartkauzeltern ist es egal, ob sie Jungs oder Mädchen haben. Sie waren wieder hoch im Revier. Hoppala, Mann. Dafür bin ich ja so tragisch. Du bist mehr so der runde Typ, so der Rolli. Ich bin mehr so der Drahtig. Du bist der lange Typ. Genau. Pony K
Kind Renate hat ersten Ausgang und stößt auf eine Herausforderung. So, was machen wir jetzt hier? Wie kommt man jetzt hier rüber? Brauchst du da rüber? Wartet schon. Komm. Moment, komm. Komm. Na gut. Normalerweise Ponys oder Pferde, die gehen auch durch Bachläufe und ja, kein Problem. Aber jetzt so auf Anhieb geht's nicht. Und ist ja bei Ihnen im Gehege auch nicht vorgesehen. Also muss ich einen anderen Weg gehen. Wie so oft im Leben. Genau. Rumpel, die Pumpe. Der Pfleger weiß eben Bescheid. Die nächste Herausforderung naht. Der Tierarzt Dr. Ochs. Ich dachte, ich mache mal mit der kleinen, ja, einen kleinen Spaziergang. Damit sie auch sieht. Genau. An der Kasse waren wir auch schon. Mhm. Die waren auch sehr erfreut. Nee, dass er ein bisschen halfterführig wird und ein bisschen ruhiger wird. Mhm. Ja. Kann auf jeden Fall nichts schaden. Weiter geht's. Guck mal, hier ist es doch schön. Das ist doch schön hier. Guck mal an, wie schön malerisch. Hier sieht man ja nichts mehr. Wildnis, Dschungel. Wildnis und Dschungel, guck dir das an. Ja, Schilf auch nicht schlecht. Wusste Schilf. Na, und gibt schon schöne Bereiche hier im Zoo. Also wie dieses hier, das sieht doch. Denk mal nicht, dass man jetzt in einer Großstadt ist. So ist der Schilf schon erwachsen und. Nee, das sind schöne Gebiete hier. Da lohnt sich ja Spaziergang für mich und für Sie. Komm, Engelchen, komm. Komm mit. Ein Eisbär. Keine Herausforderung. Viel zu weit weg. Komm, Engelchen. Ich geh zurück zur Mama. Hier wohnst du. Tierkinder zu, hier sind wir richtig. Haben wir doch zurückgefunden, ne? Haben wir zurückgefunden. Komm, komm, Engelchen, komm. Ein schöner Ausflug. Aber am schönsten ist es bei Mama. Die Moschusochsen haben in diesem Jahr zwei Kälber von zwei Müttern. Bommel, die Tochter von Mommsel, ist noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Sie ist erst 3 Tage alt. Und Muschel ist das Kind von Peppel. Hier enden alle Namen auf L. Das ist Gesetz im Revier. Jana Simon ist froh, dass Mütter und Kinder wohl auf sind. So. Der Anlage geworfen und dann haben sie ihre Kälber mit drin gebracht. Das ist dann schön. Ich hab's ja gerne lieber hinten zum Werfen, aber das klappt nicht. Wenn die nachts werfen, dann ist es halt so. Werden abgelutscht und dann stehen die auf und gehen ans Euter und laufen mit. Das machen die richtig gut. Daran sieht man auch, ob die gesund sind. Wenn die nicht gleich mitlaufen, dann stimmt auch was nicht. Hier stimmt alles. Nur nicht für Quengel, Mommsels Kalb aus dem Vorjahr. Sie muss nun der Schwester den Vortritt lassen. Ja, Quengel ist mutterlos, aber geht in 2 Wochen nach Pilsen zu einem erwachsenen Bullen. Und eine neue Herde gründen. So soll's sein. Aber jetzt ist er natürlich ein bisschen traurig. Die Mama weg. Dafür hat sie beim Vater einen Stein im Brett. Und in der Herde wird sie auch akzeptiert. Die Namen hat sich Jana Simon ausgedacht, mit Hintergedanken. Also ich habe die Namen nicht schon im Kopf und die hören ja alle mit EL auf, also Bommel. Hört sich zwar ein bisschen männlich an, aber letztendlich ist es wurscht. Und die Kleine, wo ist sie? Die habe ich Muschel genannt, weil die immer so an der Mama rummuschelt. Also die ist immer an ihrer Mama dran und schrubbelt sich so dran rum. Deshalb Muschel. Muschel und Bommel. Wenn man es weiß, ganz logisch.
Zurück zum Orang-Utan-Mädchen Rike. Hier ist schon wieder Flaschenzeit. Wenn Christian Aust für Rike verantwortlich ist, dann nimmt er sie über Nacht mit in die Gästewohnung des Zoos. Ähnlich wie bei den Menschenbabys bekommt Rike alle paar Stunden ihre Flasche. Glücklicherweise ist sie ansonsten ein pflegeleichtes Tierbaby. Das ist ja wirklich ein Rundumjob. 24 Stunden am Anfang, alle 1 bis 2 Stunden, so ging es los, brauchte sie ihre Milch. Und jetzt mittlerweile sind wir auf 3 bis 4 Stunden. Und wir teilen das unter uns auf. Unterstützung bekommt Ersatzvater Aust von Tierarzt André Schüle. Er sieht's locker. Er hat selbst ein kleines Kind. Auch wenn man Familienvater ist, dann kennt man das ja, dass man nachts mal raus muss, um eine Flasche vorzubereiten. Natürlich schläft man sehr gut ohne ein schreiendes Kind oder einen schreienden Affen, der Durst hat, einfach durch. Aber es war jetzt für mich keine so große Anstrengung, weil mein Sohn ist bei 2. Ich kenne das noch, diese nächtlichen Aktionen. Man muss einmal raus, eine frische Windel, eine Flasche zubereiten. Und dann war es ja meistens nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, ging es auch schon mit dem Schlafen für das Tier und für mich weiter. Das tut zur Beruhigung. Etwas Vitamin D. Ein Tropfen. Warte. Wir gehen daneben. So. Vitamin D ist gut für die Entwicklung. Und Babywindeln sind gut für den sauberen Affenpo. Oh, ganz klein. Babywindeln und feuchte Tücher sind zwar nicht artgerecht, aber es geht nicht anders. Das wäre einfach nicht sauber zu halten. Wir wären ja permanent dabei gewesen, das Tier sauber zu machen und die Kiste und ihre Schlaftücher und so. Und das ist einfach nur eine praktische Gegebenheit. Bei der Mutter hätte die Mutter sich drum gekümmert und hätte sie immer sauber geleckt. So weit ging dann unsere Fürsorge nicht. Da haben wir uns der Windeln bedient. Und nun ein Bäuerchen bitte. Ja, ein Schluck. Sensation bei den südlichen Hornraben. Sie haben ein Küken. Ja, gucken wir mal, ob die kleine Pflanze schon draußen ist. Aber so wie es aussieht, ist er nicht draußen. Ist nicht draußen. Aber die Eltern sind beide hier. Nein, der ist ja auch schon so groß, da brauchen die ja nicht mehr auf dem drauf hocken und den wärmen oder so. Ja. Die gehen bloß noch zum Füttern rein und versorgen den, aber richtig gut. Und wir haben sie dann wirklich wochenlang nicht gesehen. Und genau. Nach 3 Wochen haben wir dann mal gewagt reinzuschauen und siehe da. Hat das Bild gemacht im Dunkeln. Und dann haben wir sie doch ein kleines Bündel. Da haben wir uns sehr gefreut. Da haben wir erstmal einen Indianertanz vollführt, haben uns gefreut. Weil wir sagen immer, erst wenn der Flügge und selber frisst, hat man sein Schäfchen dann im Trocknen. Oder hat man seinen Hornvogel im Trocknen. Genau. Man hat in Südafrika bei Forschungen festgestellt, dass die nur so alle 9 bis 10 Jahre ein Jungtier großziehen. Das Besondere bei uns ist halt, es ist Berliner Erstzucht. Genau. Der erste südliche Hornrabe, der jemals in Berlin, ob im Tierpark oder im Zoo, hier geschlüpft ist. Bravo! Hier. Genau. Das sind immer die 3 Gs. Geld, Geduld und Glück. Ist bei der Vogelzucht oder bei allgemein bei der Zucht. Man muss ja auch Geld haben, eine riesen Voyere zu haben. Man muss mega Geduld haben und Glück. Ja? Das ist halt das Wichtigste. So ist das. Wir warten jetzt eigentlich täglich darauf, dass er hier mal nach draußen schaut und sich die Welt anguckt. Aber noch hockt das Küken im warmen Nest. Einmal täglich schaut Klaus-Dieter Grahl nach dem Rechten und macht Fotos. Wir haben da in dem
Stall, den wir haben, haben wir eine Holzplatte installiert. Und dann haben wir den Raum hinter der Holzplatte haben wir mit Strohballen ausgekleidet. Wir haben uns auch hingesessen. Man muss irgendwie sich rinfühlen in die Tiere. Ja. Man muss wirklich denken, so fühle ich mich wohl. Der kleine Vogel ist schon rußig-schwarz. Doch die unbefiederten Gesichts- und Halspartien färben sich erst später leuchtend rot. Fotogen ist er aber jetzt schon. In der Gästewohnung des Zoos brennt noch Licht. Christian Aust wartet noch auf etwas. Riekes Bäuerchen. Und das kann dauern. Es fehlt noch ein Bäuerchen. Ah, so viel getrunken. So viel. Kleine Bäuerchen schon gehabt. Zeit zum Schlafen. Für Affe und Mensch. Liebevoll eingekuschelt hat Rieke eine affentypische Schlaflage. Sie ist bevorzugter Bauchschläfer, weil sie, wenn sie an der Mutter dran sind, dann sind sie ja auch mit dem Bauch und mit dem Gesicht an der Mutter dran, halten sich ja fest. Und für sie ist es denn natürlich auch vom Gefühl her denn eben ähnlich gewesen, eben auf dem Bauch zu schlafen, wo sie dann auch alles vor sich hatte. Und auf dem Rücken ist denn der Affe ja doch frei und ungeschützt. Wenn sie auf dem Rücken liegt, also fühlt sie sich ungeschützt. Und ich denke mal, das ist dann auf dem Bauch viel angenehmer für sie.